Liebe Freunde, wir begeben uns heute ein weiteres Mal in die Welt der Bisasam-Familie und widmen uns heute dem Mittelstück, also der ersten Entwicklung genau genommen, Bisaknosp. Ja, die allgemeinen Fakten können wir uns dieses Mal eigentlich sparen, weil eigentlich hat sich nicht viel getan. Immer noch ist Bisaknosp Typ Pflanze und Gift, genauso wie Bisasam. Es ist einzig und allein größer und vor allem fetter geworden. Sagen wir es mal so, es ist von 0,7 Meter auf 1 Meter angewachsen. Nicht gerade das Schlimmste, aber ja, er hat 6,1 Kilogramm zugelegt. So viel zu, es kann lange ohne Nahrung auskommen. Null. Ja, beim Aussehen hat sich generell mehr getan als beim Rest. Unter anderem ist seine Knospe jetzt rosa und es wachsen Blätter an den Knospen heran. Ja, die Ohren sind weithin dreieckig, von innen allerdings schwarz, hat wohl zu lange im Gras gespielt oder so, im Dreck rumgewälzt. Seine Augen sind jetzt auch dreieckig wie die Ohren und besitzen rote Iriden und schwarze längliche Pupillen. Und mittlerweile sind ihm so Dracula-Zähne rausgewachsen aus dem Oberkiefer, so links und rechts, so spitze Zähne. Keine Ahnung, ob er zu Dracula, mit Dracula mutiert ist oder so, frage ich mal nicht weiter nach. Ja, und die hängen halt jetzt so einfach aus dem Maul raus. Und bei den Attacken hat sich dann wiederum ein bisschen weniger verändert. Was eigentlich schade ist, weil man das eigentlich so von der Entwicklung erhofft. Und an sich und allein, was sich so verändert hat, ist, dass es jetzt noch Sorgensam und Risikotackle lernen kann. Und an sich ist es eben genauso wie bei Bisasam auch. Bei genügend Zuneigung kann es dann eben noch Pflanzensäulen, Feuersäulen und Wassersäulen erlernen und diese gegebenenfalls auch kombinieren. Ja, bei der Typ Schwäche und Stärke ist eben auch alles gleich, weil dieser Knospe ist eben immer noch von Typ Pflanz und Gift, da hat sich nichts verändert. Und da ich einfach unglaublich faul bin, möchte ich die Tabelle ungern nochmal erklären. Und da könnt ihr dann einfach stattdessen das Bisasam-Video anschauen, ganz schlau, ne? Und die Tabelle verstehen und mir mehr Aufrufe geben. Dann sind wir alle zufrieden und dann passt das. So, somit haben wir jetzt das Mittelkind der Bisasam-Familie betrachtet. Also Bisaknosp eben. Und hauptsächlich hat es halt eigentlich nur zugelegt und kann jetzt noch ein paar andere Attacken erlernen, die jetzt aber auch nichts so Besonderes sind. Ja, und ansonsten kümmern wir uns dann im nächsten Video dann um das Älteste der Bisasam-Familie, dem Oberhaupt, dem Bisaflor. Und ich überlege, ob ich die Mega-Entwicklung direkt mit reinpacke, dann, ich denke mal schon, aber da gucke ich nochmal, wie viel ich da so an Informationen finde. Weil mit den Mega-Entwicklungen weiß ich nicht, ob da sich großartig was verändert, abgesehen von Attacken und sowas, wobei eigentlich auch nicht. Da werde ich dann schauen und bis zum nächsten Video.